Letzte Woche habe ich Ihnen versprochen, wenn die AfD irgendwo unter 9% holt, dann moderiere ich heute oben ohne. Es ist anders gekommen und das muss ich natürlich akzeptieren. Deswegen habe ich mich entschlossen, diese Sendung wenigstens unten ohne zu moderieren. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Heute! Hallo! Vielen Dank! Die Heute-Show! Ach, ein ganz anderes Sitzgefühl! Viel luftiger! So, Freunde, Flüchtlingskrise können wir heute einen Haken dran machen. Erledigt! Durch Merkels Türkei-Plan ist das Asylrecht in Europa de facto abgeschafft. Also, Flüchtlinge haben schon noch ein Recht auf Asyl. Aber halt nicht hier, ne? Siehste, Mutter Merkel kann auch anders. Und sie muss ja jetzt Härte zeigen nach diesem Debakel bei den Landtagswahlen letzten Sonntag. Das ist jetzt die große Frage. Was haben unsere Volksparteien aus der Blamage gelernt? Nicht viel, fürchte ich. Sie klammern sich weiter an ihre Erfolge, ne? Bei der SPD zum Beispiel hat Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz ungefähr genauso viel geholt wie letztes Mal. Ja, leck mich doch am Arsch, ich dreh durch! Ich will euch Danke sagen. Die Partei war wirklich wie Jawohl. Wenn Lachen zur Waffe wird, meine Damen und Herren. Ja. Die SPD hat sich in den beiden anderen Bundesländern halbiert und die lacht sich kaputt. Hier gucken Sie mal genau hin, als im Willy-Brandt-Haus die erste Hochrechnung aus Baden-Württemberg kam. Das war für die Genossen wie ein Horrorfilm. Ja, hier. Ist es vorbei? Ja. Das ist das Gesicht der SPD 2016. Ne? Aber egal, einmal kurz geschüttelt und dann wieder Business as usual. Läuft doch. Hey, wir sind schließlich eine Volkspartei. Und was für eine? Die SPD ist eine Volkspartei. Und was für eine? Ich kann Ihnen sagen... 10%, 12%? Ja, wir haben echte Probleme in Sachsen, in Thüringen und jetzt auch in Sachsen-Anhalt. Wir haben und sie jetzt Baden auch in Baden-Württemberg und ein bisschen auch in Bayern. Aber außerhalb dieser Länder... Ja, hört mal auf zu lachen. Ne, außerhalb dieser vielleicht 15, 16 Länder läuft super für die SPD. Gold! Leute, der Wähler hat euch die Fresse poliert letzten Sonntag. Ihr wart mal eine Volkspartei. Ach, wurscht, komm. Direkt wieder rein in die Koalitionsverhandlungen, schön Pöstchen verteilen, muss ja weitergehen. Ne? Und auch der gescheiterten SPD-Tante aus Sachsen-Anhalt kannst du im Prinzip überhaupt nichts vorwerfen. Ich glaube nicht, dass Katrin irgendwas falsch gemacht hat. Ich fand ihr Programm super und sie hatte unseren kompletten Hinterhalt. Ja. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Ja. Ja. Und das liebe ich ja so an den Sozen. Ne? Da hast du immer den kompletten Hinterhalt. Immer. Ne? Und die CDU, die ist ja nicht besser. Hier. Die Klöckner in Rheinland-Pfalz, hat die den Arsch voll gekriegt. Aber selbst das kann man sich noch schön quatschen mit den richtigen Drogen. Wir haben im Vergleich zu den anderen Bundesländern als CDU am besten abgeschnitten. Wir haben 50.000 Stimmen, Wählerstimmen hinzugewonnen. Das ist der größte Anstieg seit 1996. Es ist höchst bemerkenswert, dass wir mehr Nichtwähler mobilisieren konnten als die SPD und dass wir sogar mehr Stimmen bekommen haben als 2011 als CDU. Ja, außerdem haben wir total dazugewonnen bei rothaarigen Linkshändern mit Glukoseintoleranz. Ist doch alles nur noch peinlich. Überleg mal, in Baden-Württemberg wird die CDU Juniorpartner bei den Grünen. Die dürfen jetzt für Opa Kretschmann die Biotonne rausstellen. Wobei, einen strahlenden CDU-Sieger gab es ja. Rainer Haseloff bleibt Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Und Alter, hat der das abgefeiert. Der ist ja ausgerastet vor Freude. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben die Wahl gewonnen. Wir sind stärkste politische Kraft. Gegen uns kann keine Regierung gebildet werden. Ja...
Wir haben gewonnen. Weißweinschorle für alle. Ja. Ja, genau so sieht man aus, wenn man weitere 5 Jahre in Sachsen-Anhalt bleiben muss. Ne? Wo gerade ein politisches Erdbeben stattgefunden hat, das ist nicht übertrieben. Die AfD holt 24%. 24! Ich sag Ihnen, das ist so kurz vor Bücherverbrennung. Ja. Ne? Kurz gesagt, es war ein Sonntag zum Heulen, findet sogar dieser AfD-Fan. Ja, vor Glück habe ich geweint, wie nach dem Mauerfall. Endlich, die zweite Wende passiert jetzt hier. Ich fand die erste Wende schon scheiße. Aber klar, es hat sich was verschoben in Deutschland. Die AfD sitzt jetzt in jedem zweiten Landtag. Und da gibt's, ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen, eine ganz klare Arbeitsteilung in der Partei. Die Jungs aus dem Osten übernehmen den, sagen wir mal, völkischen Part, locken die richtig Rechten an. Und die aus dem Westen sind für eher, sagen wir mal, bürgerliche Spießer zuständig. Sind die eine Gefahr für die Demokratie? Ich glaube, Demokratie und auch, ja, Demokratie und also Demokratie und... Sehe ich genauso. Sehe ich absolut genauso. Ja. Natürlich hat er recht in der Sache, der Jung. Und ein letztes Mal fürs Protokoll. Natürlich sind nicht alle AfD-Wähler Rechte. Die Denkzettelfreunde sollten nur wissen, dass sich in solchen Bewegungen fast immer die Radikalen durchsetzen. Beispiel, auf der AfD-Wahlparty letzten Sonntag in Magdeburg hat Jürgen Elsässer, einer der absoluten Vordenker der sogenannten Neuen Rechten, den AfD-Wahlsieger André Poggenburg für seinen YouTube-Kanal interviewt. Und ich sag mal so, unter Kameraden redest du natürlich viel offener. Bundestagswahl 2017. Wir müssen doch einen Weg finden, dieses Regime vor 2017 loszuwerden. Also gibt's da bei euch Überlegungen? Also wir haben jetzt keine Überlegungen, das vor 2017 loszuwerden, das sage ich ganz ehrlich. Was? Warum denn warten bis zur nächsten Wahl? Können wir nicht einfach wie immer den Reichstag anzünden? Sag mal, wenn sich solche Kräfte durchsetzen in der AfD und Wahlen gewinnen, dann können wir nur hoffen, dass die Alliierten diesmal rechtzeitig einmarschieren, Freunde. Ach, hier, da fällt mir ein, das ist kein Witz, der Entwurf des neuen AfD-Parteiprogramms wurde gerade geleakt. Die haben ja noch gar keins. Jetzt wurde der Entwurf geleakt und ich sage Ihnen, da stehen Sachen drin. Ich sag mal, von wegen Partei des kleinen Mannes. Hier, was jetzt kommt, das wäre ein ehrlicher AfD-Wahlspot gewesen. Alles, was jetzt kommt, steht so in diesem Entwurf. Grüß Gott. Wir sind ein gesundes, normales, deutsches Ehepaar. Das stimmt. Sie ist eine Frau und ich bin ein Mann. Und wir finden es super, dass die AfD endlich die Arbeitslosenversicherung privatisieren will. Arbeitnehmern steht es dann frei, selber individuell vorzusorgen. Hier, er macht's richtig. Wir von der AfD sagen, auch die gesetzliche Unfallversicherung für Arbeitnehmer braucht kein Mensch. Wir sagen, weg damit. Nur die AfD ist dafür, die Laufzeit unserer guten deutschen Kernkraftwerke zu verlängern. Bravo, Schluss mit dem grünen Umweltterror. Willst du noch eine Tasse Nieren und Blasen geben, wenn dicker nicht? Sehr gern. Und noch eine tolle AfD-Idee. Das Strafmündigkeitsalter wird auf 12 Jahre runtergesetzt. Ja, wir mussten unseren Sohn leider anzeigen. Er ist wahrscheinlich homosexuell. Ja, er hat mit Puppen gespielt. Jetzt bist du enttäuscht, Finn Ole. Aber in ein paar Jahren wirst du uns das danken. Wir von der AfD wenden uns entschieden gegen Versuche von Medien und Politik, Alleinerziehende als normalen oder erstrebenswerten Lebensentwurf zu propagieren. Guten Morgen. Wo ist dein Mord, dreckige Nutte? Sehen Sie, die AfD ist viel mehr als eine fremdenfeindliche Partei. Sie ist auch eine Arbeitnehmer-, Arbeitslosen- und frauenfeindliche Partei. Na, jetzt überzeugt? Immer noch nicht? Wie wär's dann mit diesem Knaller aus unserem Programmentwurf? Ein liberaler Rechtsstaat muss es ertragen, dass Bürger legal Waffen besitzen und erwerben. Wie cool ist das denn? Sag mal, Heiner, ist das bei den Nachbarn ein Postbote oder ein Einbrecher? Keine Ahnung. AfD. Scheiß Ideen für Deutschland. Ist ja nur der Entwurf, ne? Komm. Ja. Ist ja nur der Entwurf. Vielleicht fallen Ihnen ja bis zum Parteitag im April noch viel schlimmere Sachen ein. Erlebt Deutschland gerade einen Rechtsruck?
Und was noch viel wichtiger ist, wer ist eigentlich schuld? Herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik. Wer ist schuld? Mit Gernot Hassknecht. So, Schnauze jetzt! Das haben wir ganz schnell geklärt, wer hier schuld ist. Die regierende Einheitspartei, die SPD-CDU, praktisch nicht mehr zu unterscheiden. Die ganze Idee bei einer Wahl ist doch, dass ich die verfickte Wahl habe. Oder hab ich da was falsch verstanden? Eure Kandidaten sollen sich endlich wieder bis aufs Blut streiten. Stattdessen ziehen die Trullas sogar den gleichen Fummel an. Wahrscheinlich gehen die sogar zusammen aufs Klo. Ich geh mich mal frisch machen. Kommst du mit, Malu? Gerne, Julchen. Wirk! Also, jetzt mal bei allem Respekt. Ich glaube, deren Garderobe ist ja wohl unser aller Gericht. Du hältst jetzt mal die Fresse. Zu dir komme ich gleich noch. Also, Folgendes wird verfügt. SPD und CDU werden ab sofort wieder getrennt. Die SPD muss, und ich weiß, das ist jetzt ein Schock für viele Genossen, wieder linke Politik machen. Wenn euch immer nur 3 Minuten vor wichtigen Wahlen einfällt, dass es eine Sauerei ist, wie der Wohlstand in Deutschland verteilt ist, dann heißt es nämlich ganz bald... Eigentlich brauchen Sie mich gar nicht. Ach was, schön, dass es dir selber auffällt. Und die CDU muss endlich wieder Rechte werden. Die gute alte Arschlochpartei von früher. Mit anderen Worten, ich verlange, dass ihr Roland Koch zurückholt. Ja klar, so eine reaktionäre Gesichtsmortadella brauchst du, um die konservativen Wähler einzufangen. Es gibt in Deutschland nun mal ein riesen Arschlochpotenzial. Das darf man doch nicht der AfD überlassen. Und wenn ihr eh schon dabei seid, dann holt auch Stefan Mappus zurück. Geiler Typ. Auf eine Frauke Petri hätte der sich bei Anne Will einfach draufgesetzt. Ja. Reiß dich mal zusammen, CDU. Früher habt ihr Kinder statt Inder plakatiert und wart für Vergewaltigung in der Ehe. Also, Moment. Gernot, das stimmt so nicht. Sie haben sich eine Zeit lang gewehrt gegen ein Gesetz, das Vergewaltigung in der Ehe... Und da quackt doch schon wieder die dumme Sau dazwischen, die hauptsächlich schuld ist am Triumph der AfD. Ja, ja. Sie haben ganz richtig gehört. Dieser Mann ist schuld. Was? Ich schuld am Erfolg der AfD? Was hab ich denn gemacht? Du hast doch gesagt, wenn die AfD unter 9% bleibt, moderierst du oben ohne. Deshalb haben so viele AfD gewählt. Die hatten Todesangst, dass sie deine Titten sehen müssen. Vielen Dank. Vollidiot! Entschuldigung! Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren, vielen Dank! Wofür bedanke ich mich da eigentlich? Ich schuld am Erfolg der AfD. Unverschämtheit. So, Freunde, wir wollten unbedingt ins Epizentrum der AfD-Party in Sachsen-Anhalt. Das Problem, es hat sich herausgestellt, die AfD ihrerseits möchte uns als Heute-Show meistens gar nicht dabei haben bei ihren Partys. Ich weiß auch nicht warum. Deswegen haben wir mal eine neue Kollegin hingeschickt. Hazel Brugger heißt die und die kommt, das ist ihr Vorteil, aus einem völlig anderen Kulturkreis. Grüezi miteinander. Wir sind hier an der Wahlparty der AfD in Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Und ich als Schweizerin frage mich, AfD, was ist das genau? Merkel muss weg! Und freuen Sie sich? Ja. Ist das alles? Ja. Kein Interviews gebe? Ja.
Wie bitte? Da ich eigentlich keine Interviews gebe, ja. Wieso geben Sie denn mir jetzt gerade eins? Weil Sie mich einfach angesprochen haben. Sie haben ja zurückgesprochen. Ja, was sollte ich denn machen? Familienpolitik der AfD. Ich bin 22, habe immer noch kein Kind. Was mache ich falsch? Weiß ich nicht, was Sie falsch machen. Müssen Sie selber entscheiden. Was mache ich richtig? Was? Was mache ich richtig? Das müssen Sie auch selber entscheiden. Ich bin ja nicht in Ihnen drin. Hoffentlich sind Sie nicht in mir drin, um Gottes Willen. Wo werden denn die meisten Steuern verschwendet? Na, zum Beispiel hier in Sachsen-Anhalt. Wir geben jährlich sinnlos, glaube ich, 2 Millionen aus für den Werbeslogan "Wir stehen früher auf". Warum stehen wir denn früher auf? Ja, um die 2 Millionen zu verdienen, die man dann ausgeben kann. See those people shout out loud. Give me more and give me more. Die AfD ist ja in Sachen Frauenquote bei der Ehe sehr weit vorne mit dabei, mit 50% Frauen pro Ehe. Wieso sind jetzt hier bei dieser Veranstaltung nicht so viele Frauen? Naja, wahrscheinlich müsste die irgendwie noch die restliche Wahlkampfplakate abhängen oder was, ich weiß nicht. Ich bin jetzt keine Frau. Also Sie sagen, Sie sind jetzt keine Frau, Sie waren auch nie eine und werden keine sein, oder ist das offen? Nein, ich war keine, ich bin keine und ich werde auch wahrscheinlich nie eine sein. Sind Sie froh jetzt im Nachhinein, dass Sie nicht bei der SPD aufgelegt haben? Es ist mir eigentlich egal, wo das Geld herkommt. Ja, damit zurück ins Studio. Heysel Brugger, meine Damen und Herren. Haben wir es doch noch auf die Party geschafft. Sehr schön. So, wahrscheinlich haben Sie zu Hause das schon wieder gar nicht mitgekriegt, aber man hat Sie diese Woche verklagt. Ja, und mich auch. Die großen Energiekonzerne E.ON, RWE und Vattenfall klagen in Karlsruhe auf Schadenersatz wegen des Atomausstiegs vor 5 Jahren. Sie erinnern sich, da wurden die 8 ältesten AKWs auf Befehl des Merkel-Regimes einfach ausgeknipst. Ne? Ohne Grund. Gut, Fukushima, aber sonst ohne Grund. Ne? Erst habe ich ja gedacht, sag mal, was für gierige Schweine verdienen sich über Jahrzehnte dumm und dämlich mit Atomkraft und verklagen jetzt den Steuerzahler. Aber das ist Quatsch. Ich habe festgestellt, die klagen gar nicht für sich. Ich bin heute hier im Interesse von Tausenden von Kleinanlegern, die gespart haben in E.ON-Aktien, die ihre Rente in E.ON-Aktien angelegt haben und die um einen fairen und gerechten Ausstieg aus der Kernenergie bitten. Ja, die wollen Gerechtigkeit für Kleinanleger, für ganz kleine Kleinanleger. Ne? Im Grunde kann man sagen, der Chef von E.ON kämpft für enteignete Kleinsparer. So sieht's aus, Freunde. Ne? Ja. Wir sollen jetzt bezahlen, weil Konzerne wie RWE viel zu spät auf erneuerbare Energien umgestiegen sind. Deswegen machen die nach all den fetten Jahren jetzt fette Verluste. Was unter anderem nordrhein-westfälische Städte trifft, die leider so blöd waren, ihre RWE-Aktien zu behalten. Die Stadt Essen zum Beispiel. Jeden Morgen rechnet Clemens Stoffers mit spitzer Feder. Stoffers ist Schuldenmanager im Essener Rathaus, leiht täglich Geld bei den Banken. Ich brauche heute noch 49,5 Millionen dazu. Lässt sich das machen? Ja, prima. Also 49,5 Millionen und ein Big Mac-Menü mit Apfeltasche. Ja, ins Rathaus, das ist das kaputte Gebäude im Zentrum. Ne? Inzwischen sind die Konzerne so klamm, dass am Ende höchstwahrscheinlich der Steuerzahler, dass wir aufkommen müssen für den Rückbau der alten Meiler und die Endlagerung natürlich. Die Politiker reden in Berlin schon von einer sogenannten Lastenteilung zwischen Bürgern und Konzernen. Was einfach viel schöner klingt als räuberische Erpressung. Ne? Der Trick der Firmen, sie spalten sich auf. Und das kennen wir natürlich noch richtig aus dem Chemieunterricht. Ne? So geht das. Das ist ein Stromkonzern. Der besteht im Kern aus 3 Teilchen. Eins sind die erneuerbaren Energien, mit denen verdient man noch Geld. Ein Behälterkonzern, er ist ja nicht doof. So, und dann sind da noch Atom und Kohle, die stinken. Also spaltet man die ab, lässt sie pleite gehen und jetzt kommt's, schenkt sie dem Steuerzahler. Dabei entsteht ein völlig neues chemisches Element, das sogenannte Verarschium. Ja, Verarschium. Ja, Verarschium. Gerade entdecktes chemisches Element. Natürlich, der Steuerzahler, so wird es kommen, zahlt den Ausstieg aus der Atomkraft. Und das macht total Sinn, denn er hat ja schließlich auch schon den Einstieg subventioniert. Ach, apropos Atomkraft. Haben Sie das mitgekriegt? Diese Panne im französischen AKW Fessenheim, die war wohl doch ein bisschen gravierender als gedacht. Baujahr 77 das Teil. Wollte der Hollande eigentlich schon vor Jahren abschalten.
Wir werden Fessenheim schließen. Warum? Es ist das älteste Kraftwerk Frankreichs und es steht auf einer Erdbebenzone. Gute Idee. Finde ich eine gute Idee. Atomkraftwerke in Erdbebenzonen, das hat sich einfach nicht bewährt. Komischerweise ist man aber doch noch nicht zum Abschalten gekommen. Fessenheim ist nämlich immer noch am Netz. Und erst jetzt kommt nach und nach raus, was sich da 2014 wirklich ereignet hat, nicht weit von der deutschen Grenze. Für uns vor Ort Dennis Knossalla. Dennis, stimmt es, dass man das AKW da vorübergehend gar nicht mehr abschalten konnte? Oliver, man darf das jetzt auch nicht dramatisieren. Ein Großteil der Technik hier ist halt von Peugeot. Das heißt, wenn man die Mühle einmal runtergefahren hat, dann springt die nie wieder an. Im Prinzip müssen Sie für jeden Tag dankbar sein, wo Ihnen die Scheiße nicht komplett um die Ohren fliegt. Ja, könnte man die Bude dann nicht wenigstens mal ein bisschen modernisieren? Sind Sie wahnsinnig? Fessenheim ist das älteste französische Atomkraftwerk. Das steht unter Denkmalschutz. Da dürfen Sie überhaupt nichts reparieren. Okay. Aber was genau ist denn da passiert im April 2014, Dennis? Ja, da sind Kühlwasserbehälter übergelaufen, weil ein Abflussrohr verstopft war. In der Kantine gab's Bouillabaisse, da rennen alle gleichzeitig aufs Klo. Ja, so, abflussdicht passiert. Hm? Jedenfalls sind dann halt 3000 Liter in elektrische Schallstränge geflossen. Piff, paff, puff, Kurzschluss, ja. Und dann hat die Steuerung der Brennelemente vorübergehend nicht mehr funktioniert. Ein paar Stunden. Ja. Aber das ist doch ein ziemlich schwerer Zwischenfall. Das sagen Sie, weil Sie das durch Ihre deutsche Korinthenkackerbrille betrachten. Ja, ja. Fragen Sie doch mal den Bürgermeister von Fessenheim. Die Bevölkerung war keiner Gefahr ausgesetzt. Das war doch nur ein kleiner Vorfall und sonst nichts. Ja, oder wie Louis de Funès sagen würde, nein, doch. Oh. Na, die Betreiber haben das nicht mal der Atombehörde in Wien gemeldet. Das ging nicht. Das Telefon war kaputt. Natürlich. Och, nö, nicht schon wieder ein Alarm. Ja, Dennis, ich bin nicht vom Fach, aber müsste man da jetzt nicht irgendwas machen? Ja, ich liebe die Franzosen, die sind so pragmatisch. Dennis! Herr Knossalla! Auch wenn sich die Leute hier amüsieren, wenn es da mal richtig rumst, dann müssten auch Städte wie Freiburg und Tübingen komplett evakuiert werden. Oliver, finden Sie sich endlich damit ab. Deutschland kann dem Rest der Welt nicht einfach seine Energiepolitik aufzwingen. Locker machen. So, ich muss los. Heute ist Tag der offenen Tür im Abklingbecken. Ja, Arschbombe! Dennis Knossalla, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ins AKW Fessenheim. Aber du, wir regen uns auf. Andererseits, komm, ne, zahlen wir den Stromkonzernen halt Schadenersatz. Ist doch nur Geld. Und das meine ich wörtlich. Denn die Europäische Zentralbank hat schon wieder den Leitzins gesenkt. Und zwar auf 0% Leitzins. Nada, gar nichts mehr. Nüschte, niente, Nullinger. Ne? Vielen Dank, EZB-Boss Mario Draghi. Vielen Dank auch. Ja, damit sind Zinsen offiziell abgeschafft. Dafür werden die Märkte weiter mit billigem Geld geflutet. Angeblich, um die Banken zu zwingen, Kredite zu vergeben. Das ist eine total riskante Strategie. Wie erkläre ich Ihnen das jetzt mal ohne allzu viel Fachchinesisch? Also, man könnte so sagen, im Prinzip sagt Mario Draghi. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Du scheißt dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. So, ne? Das ist seine Strategie. In Wirklichkeit sollen die Niedrigzinsen natürlich bankrotten südeuropäischen Staaten helfen, sich weiter günstig zu verschulden. Ich finde, das müssten sie wenigstens ehrlich dazu sagen, die Herren EZB-Banker da in Frankfurt. Das wäre fair. Ist kein Witz. Ist kein Witz. Ohne Draghis Nullzinsen wären Italien und Frankreich übermorgen pleite. Dafür wird der Sparer quasi enteignet. Sparen, ich weiß gar nicht, ob die jüngeren Zuschauer hier im Saal wissen, was Sparen war. Wie erkläre ich das, Kinder? Also, da hat man wirklich Geld bei der Bank aufbewahrt und dann wurde das mehr. Damals. Opa Sparbuch erlebt eine Renaissance. Der Zins ist mit 5,5% zwar niedrig, über das Geld kann aber kurzfristig verfügt werden. 5,5 war wenig, ne?
Heute schmilzt uns die Kohle unterm Arsch weg. Tagesgeld, Lebensversicherung, kannst du alles knicken in Draghis Nullzinswelt. Und von den Politikern, den Deutschen, die uns reingelabert haben in private Vorsorge oder Riester-Rente, hört man jetzt keinen Piep mehr, interessanterweise. Und was ist das überhaupt für ein Laden, diese EZB? Ich möchte eine Bank, die meine Altersvorsorge so scheiße verzinst, dass sie nichts mehr wert ist. Die dafür sorgt, dass ich 40 Jahre total umsonst arbeite. Eine Bank, die mich Sparer behandelt wie den letzten Dreck. Gibt es so eine Bank? Klar, die EZB. Wir vernichten Werte. Wenn wir mit Ihnen fertig sind, können Sie sich im Alter nicht mal mehr eine Vuvuzela leisten. Ja, nicht schön. Gar nicht schön. Ja, das ist doch alles sehr bedrohlich, was hier passiert. Ich muss da mal dringend drüber reden, und zwar mit meinem Bankberater, mit Olaf Schubert. Olaf Schubert von der Heute-Show-Bank. Ja, Herr Schubert, wir Deutschen sparen uns arm. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Der durchschnittliche deutsche Haushalt verfügt über ein Nettovermögen, das nur halb so groß ist, nicht mal ganz halb so groß, wie das der Haushalte der Italiener und der Franzosen. Das ist doch nur noch peinlich. Ja, das stimmt. Die haben mehr. Muss man aber auch fragen, wo es herkommt. Ich meine, bei den Franzosen sind es viele Agrarsubventionen und Handtaschendiebstähle. Bei den Italienern sind es ja fast nur noch mafiöse Gewinne. Ne? Und hier in Deutschland, hier dagegen, hier wird noch ehrlich gearbeitet. Ne? Von unseren Zuschauern. Die, die jetzt zu Hause am Fernseher sitzen, das sind die Bauern, die morgen aufs Feld rausgehen und Glyphosat ausbringen. Und ich finde, wenn man sein Geld ehrlich verdient hat, dann kann man es auch ehrlich auf dem Sparbuch wieder verlieren. Völlig richtig. Jetzt ist es ja so, wir wissen vielleicht auch einfach zu wenig über Geldanlage, wir Deutschen. Man sagt, 59% der 14- bis 24-jährigen Mitbürger wissen nicht mal, was das Wort Rendite bedeutet. Müsste Wirtschaft nicht überall Schulfach sein? Ja, natürlich dann wahlweise. Also so wie Religion oder Esoterik. Erotik. Ne? Ja. Ethik. Irgendwas. Ich meine, da könnte man dann wählen zwischen Wirtschaft und Misswirtschaft, je nachdem, ob man in die freie Wirtschaft geht oder ins Staatswesen. Hm. Aber ich meine, nutzt das was? Na, wenn man jetzt dem normalen Schüler, so einem Justin Gonzalez oder so einem Alpha-Kevin im Endstadium jetzt irgendwie das erklärt. Ich meine, was will der mit Zinsen und Prozent? Ne? Der will Promille. Ja, logisch. Ja. Logisch. Jetzt... Es ist wirklich so, die Deutschen sparen sich arm, weil sie das Geld einfach auf dem Konto rumliegen lassen, wo es weniger wird. Viele sagen, wir müssen mehr Immobilien kaufen. Ist das die Lösung? Betongold? Also momentan, glaube ich, größere Rendite bei Zelten und Wohncontainern. Ne? Ich sag mal, das Entscheidende ist immer... Immobilie ist nicht gleich Immobilie. Lage, Lage, Lage. Ne? Also im Osten muss man ja erstmal eine Immobilie finden, die nicht brennt. Ja. Ne? So. Und wenn ich jetzt, also wenn man jetzt in meiner Region, so Ostsachsen, wenn man dort eine Immobilie kaufen will, dann muss man sich wirklich beeilen, denn bald gibt es sie bloß noch geschenkt. Ne? Also da gibt es gar keine einzelnen Immobilien mehr. Da kriegst du für 10 Euro musst ein ganzes Dorf nehmen. Ne? So. Ja. In der Hoffnung, dass da irgendwie noch Braunkohle drunter ist. Also das einzige Flurstück, was im Osten, glaube ich, noch in naher Zukunft was abwerfen wird, ist der Friedhof. Ja, da kommt gute Laune auf, meine Damen und Herren. Durch diese Niedrigzinsen, wir haben es eben schon gesagt, schmieren auch Lebensversicherungen ab, aber auch Riester-Renten. Was heißt das für unser Alter? Was heißt das für euch? Ja, Näharbeiten irgendwie so, ich weiß nicht, was im Garten anbauen. Prostitution ist ja eher was für Jüngere, ne? Ja. Also ich glaube, das wird schwer. Also wenn wirklich hier die Rentenblase platzt, dann brauchen wir einen großen Katheter. Ne? Denn Altersarmut, ne? Dann heißt es an der Kasse nicht mehr bei der Oma, hier, warten Sie mal, ich hab's passen, sondern ich hab's gar nicht. Ne? Und das führt natürlich zu Alterskriminalität. Und wir hier in der Bank, wir stellen uns schon um. Ne? Da kann es dann passieren, wenn so eine Oma hier, ja, dass sich dann so ein Bankraub über 5 Stunden zieht. Ne? Wenn die dann...
Wenn die nicht mehr weiß, wo sie ihren Fluchtrollator hingestellt hat. Jetzt geht's mir schon viel besser. Olaf Schubert, meine Damen und Herren, unser Anlageberater. Vielen Dank. Von der Heute-Show Bank. So, und jetzt tauchen wir noch einmal ein in das Superwahlwochenende, das hinter uns liegt. Und wir fragen uns, welche CDU hat eigentlich mehr gelitten? Die von Baden-Württemberg oder doch die von Rheinland-Pfalz? Tragen wir es offen aus in einem Duell der Katastrophenjournalisten. Ralf Kabelka gegen Lutz van der Horst. Ich stehe hier in Stuttgart im Mittelpunkt des wahlpolitischen Bebens. Nee, Kollege. Rheinland-Pfalz, das ist das wahre Epizentrum der Katastrophe. Damit kommt die CDU auf 27,5% der Anteil. Yes! Zweistellig! Gott sei Dank. Was mir wehtut, das ist, dass in den letzten 14 Tagen, sage ich mal, die Berichterstattung pro SPD und Malu Dreyer unsachlich, einseitig war. Und das stimmt. Haben wir extra so gemacht. Ja, aber das war unser Plan. Wir wollten die CDU in die Pfanne hauen. Warum machen Sie das so ironisch? Ich habe das so empfunden. Nee, das war jetzt mein Ernst. In dieser Schicksalsstunde, wie fühlen Sie sich? Naja, Schicksal ist Schicksal. Also Verbitterung hier und... Keine Verbitterung, sondern abwarten. Bestürzung. Abwarten. Enttäuschung. Abwarten. Traurigkeit. Abwarten. Sie sind nicht zufrieden mit der Wahl, denke ich mal. Wir haben die Zeit. Eine schöne Idee. Pralinen mit Julia Klöckner. Was wirst du jetzt politisch weitermachen? Willst du dich stärker in der Partei engagieren, damit es wieder vorangeht? Ja, auf jeden Fall. Mich stärker in der Partei engagieren. Ja, was zum Beispiel? Ja. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Der 13. März 2016 wird sich für immer einbrennen. Den 13. März werden die Menschen nicht mehr vergessen. Wo waren Sie am Abend des 13. März? Hier. Sehen Sie? Ja, noch ist völlig unklar, ob Julia Klöckner unter den politisch Überlebenden ist. Haben Sie da mehr gehört? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, Massenpanik. Tumult, ähnliche Zustände jetzt auch hier in Stuttgart. Frau Klöckner, jetzt können Sie direkt Bundeskanzlerin werden, ohne den lästigen Umweg Ministerpräsidentin. Was machen Sie demnächst beruflich? Keine Kommentare mehr. Es herrscht hier Gedränge. Man versucht, mir sehr, sehr weh zu tun. Es wird Ihnen nicht gelingen. Guido Wolf ist auf der Flucht. Werden Sie jetzt in ein CDU-geführtes Bundesland flüchten? Das ist eine gute Idee. Ist das eine gute Idee? Ja. Haben Sie das vor? Nein. Nein. Weil Ihnen kein CDU-geführtes Bundesland mehr einfällt? Oder? Guido Wolf, er flüchtet so schnell es geht in ein sicheres Drittland, auf die Cayman-Inseln. Man weiß es nicht. Ich freue mich auch, weil ich bin der richtige Obermessdiener von St. Bonifaz und selbst unser Pfarrer hat heute Morgen zur Wahl... Das interessiert uns gar nicht. Danke. Ihr seid die jungen Wilden bei der CDU. Ja. Hat man da nicht einfach mal den Hals auf und sagt, verdammte Scheiße, der Wolf hat ja gar nichts gerissen? Warum können Sie mir eigentlich den Lutz van der Horst nicht schicken? Mit dem hätte ich jetzt gerne geredet. Weil der Lutz van der Horst an einem anderen Krisenort gerade arbeitet und man kann sich manchmal seinen Dienstort nicht aussuchen. Drei Landtagswahlen an einem Tag, alle drei mit sehr schwierigen Ergebnissen für Deutschland insgesamt, für die Demokratie. Tja. Ja, das sind wichtige Aussagen. Das sind deine Fans, Lutz. Schau sie dir nochmal genau an. Du kannst auch in die Kamera winken. Ja, der Lutz kennt mich, glaube ich, schon. Ihr seid so dicke. Verstehe. Ah, ja. Ja, toll. Wer solche Freunde hat, verdammt. Kann ich nicht mithalten. Hast du etwa gerade bei der SPD Essen abgegriffen? Ja, das kommt doch alles vom gleichen Caterer. Das sehe ich kein Problem. Also sind jetzt wirklich die Zustände schon so, du hast hier gerade ein Brötchen von der SPD geklaut, dass man jetzt einfach den politischen Gegner auch noch die Essenssachen klaut, weil die Not so groß ist? Wir müssen jetzt mit allen klarkommen. Also wir können uns jetzt noch nicht festlegen, wir müssen von allen die Brötchen klauen. Ich war auch gerade bei den Grünen, bei der FDP. Ja, und hier heißt es jetzt einfach Abschied nehmen, Goodbye sagen und sich einen neuen Job suchen. Mach's gut. Tschüss.
putzig war er irgendwie schon. Tja, Rheinland-Pfalz wird nie mehr so sein, wie es mal war. Andererseits, wer schon mal hier war, weiß, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Und damit zurück nach Köln. Lutz Warnhorst und Ralf Kabelka. Und das waren die Heute-Show. Jetzt mit unbedingt dranbleiben für Sketch History. Und weil Karfreitag grundsätzlich nicht gelacht wird, sehen wir uns erst in 2 Wochen nach Ostern wieder. Bis dahin, tschüss, schönen Abend.